Okay. Wie viel willst denn du diesmal? Du hast das Zeichen gesetzt und bist gegangen, wie feige. Vielleicht bist du dem Ganzen nicht gewachsen. Ein wahrer Krieger zieht ohne zu zögern in dem Kampf. Er wird stärker, indem er andere besiegt, nicht indem er von ihr flieht. Zahl einen Beitrag und du kannst die Prüfung des Eroberers antreten. Ach, das ist ja nichts. Die kann nicht locker antreten. Da kriege ich, glaube ich, sogar am Ende wieder mehr. Leute, damit man die ranzigen Eier einsetzen kann, um seine Seele wieder zu kriegen, muss man hier hinten gehen. Und hier den Schlüssel rein tun. Mehr oder weniger. Also den einfachen Schlüssel. Dann geht es auf. Man kann hineintreten. Und hier drin ist dieses Vieh hier. Willkommen, kleiner Eindringling. Ich war hier drin eine Zeit lang im Tieflauf. Eine Zeit lang. Ach ja, Tia. Und jetzt hast du mich aufgeweckt. Macht aber nichts, denke ich. Vielleicht kann ich dir ja sogar helfen. Ich bin Gigi. Und wenn du es bis zu meinem Raum geschafft hast, brauchst du sicher meine Hilfe. Manchmal lassen wir Dinge, die wir bereuen, in der Welt zurück, wie Schmutzflecken. Wenn wir uns mit solchen Dingen nicht auseinandersetzen, wird die Hoffnung uns nach und nach verlassen. Gibt es Dinge, die du bereust, kleines Wesen? Lass mich doch einmal für einen Augenblick in dich hineinblicken. Ah, dir scheint kein Bedauern anzuhaften. Du kannst vor Glück reden. Du brauchst keine Hilfe von jemandem wie mir. Wie lange ich geschlafen habe? Dieses Land ist jetzt so viel düsterer, so bedeckt mit dem Schmutzflecken des Bedauerns. Selbst die Luft ist dünstiger geworden. Wird die Finsternis hier eindringen und mich vollständig verschlingen, wenn ich wieder einschlafe? Das ist eine gute Frage, du komisches Wesen. Und ja, Leute, wenn man ihm hier, also wenn man jetzt seine Seele verloren hat, hätte, könnte man hierher gehen wieder. Und sozusagen seine Seele hier wiederholen. Ganz einfach, ganz genau. Er ist nämlich nicht da. Wie ihr gerade gesehen habt. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall auch noch zeigen, dass wenn du nämlich alle drei Meister gefunden hast, der Käfer hier was zu sagen hat. So, es gibt also einen neuen in unserer Runde. Ich habe ein Geschenk für dich, Krieger. Als Warenhändler muss ich zugeben, dass es mir recht schwer fällt, mich ohne Bezahlung davon zu trennen. Doch als der Großmeister der Nagelkunst muss ich deine Fähigkeiten anerkennen. Du hast die Künste meiner Schüler erlernt. Die Tradition besagt, dass man auch du unser Zeichen tragen darfst. Trage es mit Stolz, Nagelmeister. Du sollst der Letzte sein, der ein solches erhält. Pracht des Nagelmeister. Ja, yep, und zwar, Leute, und zwar dieser Talisman bewirkt, dass man die Nagelfertigkeiten Kunst schneller einsetzen kann. Also, dass da viel schneller laden kann. Da, jetzt muss ich ihn nur wieder finden, da ganz da unten. Und zwar, was, der kostet nur eins? Oh, geil, den muss ich auf jeden Fall hin tun. Ich dachte, der kostet drei oder so. Erhaltet die Leidenschaft des Geschick und die Reue eines Nagelmeister. Perfektioniert die Nagelkunst des Trägers und ermöglicht ihm seine Macht schneller zu fokussieren und seine Künste früher zu entfesseln. Geil. Das klingt geilo. Sonst hat er leider nichts zu sagen. Liga der Hobbylosen. Hallo ihr aberwitzigen Leute da draußen. Ja, ihr habt mein Intro gerade gesehen, was alles ich schon aufgenommen habe. Ja, nur damit ihr es vorweg wisst, ich habe nämlich jetzt mich entschieden, diese eine Folge, wo ich aufgenommen habe, nochmal zusammenzuschneiden, als Intro zu machen und jetzt nochmal eine neue Folge aufzunehmen, weil in der ganzen Folge eigentlich nichts passiert, außer vielleicht drei Sachen. Oder nee, es sind sogar nur zwei, und zwar einmal diesen Talisman, den ich euch gezeigt habe hier. Und dass ich halt da hinten dieses Ding mal aktiviere, sonst passiert in der ganzen Folge nichts und... Boah, ja, es ist viel geiler. Bäm! Oh ja, das ist ein geiler Talisman. Den werde ich dran lassen, auf jeden Fall erstmal. Und nochmal erwähnt, Mistmund, also der erste Bereich, sieht jetzt viel krasser aus. Die Monster haben sich alle verändert, also nicht wundern. Ne, im Ernst, die sehen echt alle jetzt krasser aus und so, weil die Krankheit breitet sich aus. Das wollte ich euch auch nochmal gesagt haben. Das habe ich zufällig im Off-Camp spielen, weil ich ein bisschen ein paar Gegner gekillt habe fürs Jäger-Journal. Um das voll zu erinnern, habe ich das erstmal gemerkt. Okay, Leute, und zwar, wir werden heute hier reingehen. In dem Bereich.
weil in dem Bereich dürfte ich noch nicht drin gewesen sein. Oder? Ich glaube nämlich noch nicht. Bin mir aber nicht sicher. Es könnte auch noch ein Weg... Oder war ich hier schon drin? Und meine Steuerung ist immer noch ein bisschen hinterher. Wie geilo. Und nein, ich glaube, Leute, hier drin war ich sogar schon mal, ne? Warte, gibt es hier nicht noch einen anderen Weg, den ich meinte? Ist es der hier oder... Ne, ich bin eins weiter oben. Ich bin da. Ganz genau. Ich glaube, ich bin richtig. Verdammt. Mann, wenn die Steuerung nicht richtig... Wenn mein Controller nicht richtig reagiert... Keine Ahnung, was hat mein Controller jetzt? Oder mein Adapter? Weil ich drücke nämlich schon lange auf Springen. Das habe ich nämlich in der vorigen Aufnahme auch schon gehabt. Deswegen habe ich die eigentlich erst abgebrochen. Weil mein Controller nicht richtig reagiert hat. Und hier muss ich... Verdammt, jetzt komm, ich will da endlich durch. Ich komm da nicht durch, Leute. Geilo. So fängt die zweite Aufnahme wenigstens auch schon mal genial an. So wollte ich doch gar nicht gehen. Nee, mein Controller, irgendwas stimmt mit meinem Controller gerade nicht. Oder mit meinem Adapter. Leute, wir sind wieder im gleichen Raum wie vorhin. Und keine Ahnung, warum mein Controller heute einfach nicht mag. Ganz einfach gesagt. Mein Controller mag mich einfach nicht. Und zwar... Seht ihr... Oh, verdammt, aber der Weg ist auch nicht leicht. Muss ich einfach dazu erwähnen. Der Weg da nach unten ist leider auch nicht der leichteste einfach. Aber ja, geht doch, wenn der Controller mitspielt. Aber ich glaube nicht, dass ich hier schon war. Und ja, ich weiß, ich habe den Talisman für mein Ding abgelegt und... Danke für den Tipp, du Spiel. Das weiß ich aber schon lange. Ja, irgendwie mag mein Controller heute nicht so richtig mitmachen. Keine Ahnung. Die Reaktion ist auf jeden Fall verlangsamt. Oder so. Und wenn jetzt hier ein Boss ist, was ich sogar sehr glaube, dann habe ich ein kleines Problem. Weil mein Controller nicht mitspielt. Zum Beispiel jetzt gerade schon wieder. Ich wollte nicht so springen. Ganz ehrlich gesagt. Das wollte ich eigentlich gar nicht tun. Habe ich aber gemacht. Und das ist halt das Deprimierende daran. Ne, wenn ich normal gespielt hätte, wäre ich darauf gesprungen. Also wenn der Controller funktioniert hätte, wäre ich darauf gelandet. Auf der Plattform. So richtig abgehakt manchmal. Funktionieradapter. Du hast mir Geld gekostet. Ein gutes Stück an Geld. Jetzt zum Beispiel wieder, er wollte nicht sprinten. Irgendwie finde ich das gerade ein bisschen deprimierend. Vielleicht muss ich ja doch noch auf meinen anderen lauten Controller zurück mich upgraden. Das wäre nicht so toll. Zumindest gerade nicht. Aber ja, mal sehen. Ich glaube aber, hier kommt ein Bosskampf. Und ja, das sieht schon so aus, wie allein schon wegen den ganzen Leichen. Alter, ich spring genau auf ihn drauf. Hey. Was ist das bitte? Als ob das so ein Boss ist. Ich muss mich heilen. Als ob der auf mich drauf springt einfach mal. Komm, lass mich heilen wenigstens. Hey. Ja, toll. Wie soll ich da bitte ausweichen von? Der ist ja... Boah, gerade so noch. Hey. Okay, ich heile mich nochmal, weil ich habe jetzt nur noch ein Leben. Okay. Du. Hey. War's das sogar schon? Okay, ich dachte jetzt voll, ich sterbe und so, aber... Hey! Ich habe ihn sogar besiegt, irgendwie. Und ja! Juhu! Ich krieg endlich ein neues Leben! Genau deswegen dachte ich, ich gehe jetzt hierher, Leute. Damit ich endlich mal ein neues Leben krieg. Und nebenbei erwähnt, lesen wir mal den Gegner vor. Grimmschlund. Ein grausames Geschöpf, aber ausgesprochen gesellig. Wird aggressiv, wenn es sich nicht unter seinen Artgenossen mischen kann. Manchmal hört ich den Ruf dieses Wesen, wenn ich in den Höhlen umherstreife. Doch ich habe bisher kein tatsächliches zu Gesicht bekommen. Nach
Wem oder was es auch wohl schreit, soweit ich es beurteilen kann, wurde sein Ruf nie beantwortet. Und ja, Leute, ich wechsle wieder auf meinen anderen Controller hin, weil mein Adapter irgendwie zeitversetzt ist. Keine Ahnung. Und ja, das war auf jeden Fall schon mal der Weg, den ich euch zeigen wollte. Und ja, ich hab leider wieder das Geklicken im Hintergrund. Dafür kann ich leider diesmal nichts. Und ja, wir haben jetzt wieder einen Maskenteil her. Und ja, das ist viel besser. Das macht die Sache wieder viel angenehmer. Und ich kriege wieder mehr Schaden deswegen. Aber ja, ich kann wieder spielen. Also ich habe gerade während dem Vorlesen meinen Controller gewechselt. Ich hoffe, ihr versteht die Sache. Und warum ich auch immer gegen diesen Grimmschlund noch nie gekämpft habe, ich habe null Ahnung. Und warum ich jetzt hier nach unten fall, habe genauso wenig Ahnung dafür. Ehrlich, ich habe genauso wenig Ahnung darüber. Ich weiß nur eins, ich heile mich hier mal und hüpfe mal hier nach oben. Und ja, das ist auf jeden Fall wieder ein anderes Spielgefühl jetzt. Wenn die Steuerung wieder fast genauso läuft, wie ich wollte. Ha, wie geil. Okay. Hier haben wir nochmal so einen Gegner. So einen fetten. Und ja. Und toll, Leute, wisst ihr, wo ich weiter erkunden wollte jetzt alles eigentlich mal? Also ich wollte jetzt zur Kristallmine hochgehen. Nur, wir haben da nicht mehr so viel Zeit. Ich habe schon 5 Minuten gerade verbraucht. Ja, das ist das einzige Doofe. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich mein Talisman hier bitte wiederbekomme. Also meinen, den ich verspeisen lassen ließ. Ich hätte den so gern wieder. Vielleicht gibt's ihn mir ja jetzt wieder. Aber Nosla? What? Bezahl um dein Geschenk. Okay, Leute, dann weiß ich, was ich tue. Leute, ich werde hier kurz schneiden und mir Geos holen. An einem gewissen Ort. Also wir sehen uns gleich wieder. Leute, ich bin hier an einem Ort, wo wir meine Larve gerettet haben. Also ich kann es euch jetzt mal zeigen, und zwar hier unten. Ihr seht schon, ich habe mir es sogar markiert gehabt. Was ich sogar noch hier drüben markiert habe irgendwie. Da muss ich auch noch hingucken, stimmt. Aber das machen wir ein anderes Mal. Auf jeden Fall, hier an der Stelle gibt es eine brüchige Wand. Und hier muss ich jetzt hineintreten. Ganz genau. Und naja, hier brauche ich jetzt erstmal noch Seelen, wo ich noch sammeln muss, leider. Aber ich wollte euch das schon mal vorweg zeigen. Und ja, ich muss jetzt leider nochmal Seelen sammeln. Ich hoffe, der reicht aus, dieses Vieh hier, für die erste Etappe. Hoffe ich sehr. Und zwar, ich muss nämlich mich durchstampfen. Hier einmal. Und ihr seht, noch einmal. Leute, auf jeden Fall der nächste Versuch. Ich muss mich hier durchstampfen nochmal. Hier kommen jetzt nochmal ein paar Gegner, damit ich Seelen aufladen kann wahrscheinlich. Keine Ahnung, wieso sonst. Auf jeden Fall gibt es hier nochmal ein paar Geo, hier an der Stelle. Und ihr denkt euch jetzt, was für ein Secret, ne? Und zwar hier an der Stelle kann man sich auch nochmal durchstampfen. Wie ihr gerade gesehen habt. Ist jetzt eigentlich auch nichts Wildes gewesen. Gerade zumindest. Und hier kann man sich auch nochmal durchstampfen. Und jetzt sind wir an einem Ort, wo irgendwie bei mir die Grafik nicht geladen ist. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall gibt es hier nochmal einen Ort, wo ich durchstampfen kann mich. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, der ziemlich finster aussieht. Hier gibt es eigentlich nochmal Seelen, aber die brauche ich gerade nicht. Auf jeden Fall, hier kann man sich nochmal durchstampfen. Und jetzt kommen wir an einem Ort, wo einfach nur so ein riesiger Geoball liegt. Und den wollte ich euch zeigen. Und ja, den habe ich jetzt euch nur gezeigt, damit ich ein bisschen Geo sammeln kann für die 9000, die ich noch brauche. Aber die werde ich jetzt nicht in der Folge sammeln. Auch nicht offcam oder so. Ich wollte euch bloß das zeigen. Leute, die Folge ist kürzer, ja, aber dafür ist sie wenigstens ein bisschen besser zusammengeschnitten, hoffentlich. Und ja, haut rein und hört es in der nächsten Folge, wenn es vielleicht wieder eine bessere Folge gibt. Ciao, wahrscheinlich.